fährst jetzt nach Italien. Ich glaube, wir fangen hier ein neues Video an. Also herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind unterwegs, ich und die liebe Caroline, da ist sie. Wir sind unterwegs auf so einem kleinen Roadtrip, bisschen Urlaub. Und ja, wir waren jetzt gestern schon in Luzern. Und jetzt geht's weiter nach Italien. Und wir sind jetzt an der Grenze. Und ja, schön, dass ihr dabei seid. Es gibt was zu essen. Wir fahren nach Mailand und gucken uns da ein bisschen um. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dabei sein. Ich mache jetzt mal Kamera weg. Zu viele Carabinieri. Angekommen. Da hinten steht er. Ich muss ihn zurücklassen in irgendeiner fadenscheinigen Tiefgarage. Und hoffe, dass ich jetzt hier... Ich bin Piano 3. Piano 3. Ich hoffe, dass es hier einen Aufzug gibt, ehrlich gesagt. Angekommen in Milano. Der Zoll hat mich tatsächlich noch ein bisschen auseinandergenommen, weil ich ihm, die haben mich gefragt, wie viel Bargeld ich dabei habe. Und natürlich habe ich nicht 10.000 Euro Bargeld bei mir. Also weit weg davon sogar. Aber ja, ein paar Scheine hatte ich dabei und das waren ihm dann zu viele irgendwie. Und er sagt, da will er sich mal alles angucken. Er wollte nur ein Auto gucken. Und am Ende, es ist halt kein Spaß. Der Tim kann das bestätigen übrigens, das passiert recht häufig tatsächlich. Waren 6 oder 7 Zollbeamte, die mein Auto nicht angefasst haben, sondern alle nur reingeguckt haben. Jo, passiert. Jetzt geht's zum Hotel. Quer durch das abendliche, nächtliche Mailand. Und dann zeige ich euch gleich mal das Zimmer. Hey, mal kurz, wie man... Was denn? Ach so, ja, jetzt muss ich euch zeigen. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich bin eben halt stur falsch in diese Tiefgarage gefahren. Weil bei uns würde man doch einfach hier rechts reinfahren und links rausfahren. Und hier ist es halt genau andersrum. Und unter großem Gelächter bin ich hier reingefahren und musste dann nochmal umbauen. Aber gut, ja, so war es halt. Ich bin ja schon überall Auto gefahren. Mailand ist auf jeden Fall krass. Nur Paris ist noch schlimmer. Okay, ich muss mich konzentrieren, sonst finde ich mein Hotel nicht mehr. Wir zeigen euch gleich Zimmer, ja? So, Stadthotel. Klein. Aber fuck. Ja, Frau. Den richtigen Stecker. Was suchst du? Den richtigen Stecker. Den richtigen Stecker. Ich glaube, da kann ich dir helfen. Ja, Zimmerchen. Da sind wir. Bettchen ist da. Wenn man überlegt, was die Bude kostet mitten in Mailand, kriegst du auf jeden Fall andernorts. Naja, du weißt schon. So, ja. Ein riesen Flat TV. Oh, gibt's hier noch was? Oh, Badezimmer. Ist dunkel. Ich weiß nicht, wie es angeht. Ich auch nicht. Ich zeig's euch gleich. Wahrscheinlich musst du deine Karte da reinstecken. Ein Tipp, den ich vom Andi Dombrowski habe. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Andi, Kanalmitglied. Ah, jetzt wird's auch hell hier drin. Ist eigentlich ganz süß, oder? Ja. Ja, hier, Bad ist da, Dusche ist nice, Spiegel ist da, läuft und du kannst beim Geschäft rausgucken. Ah ja, super, in der Hof, klasse, so mögen wir es am liebsten. Okay, Leute. Wir sind da, wir machen jetzt was zu machen ist und dann sehen wir mal weiter. Ja, wir sind nochmal rausgegangen. Ich habe wieder kein Mikro dabei. Ich hoffe, das geht voll klar. Hotel ist ja super zentral. War auf jeden Fall auch der Plan. Hier drüben blinkt und blitzt, als ob wir am Times Square wären. Schauen wir da oben, viel Leuchtwerbung und so Sachen. Jo, jetzt gucken wir mal, dass wir was zu essen kriegen, Frau. Ja. Auf was hast du Bock? Italienisch. Echt jetzt? Okay, das könnte tatsächlich schwierig werden, glaube ich. Wir wollten diesmal nicht in die Touristenfalle trappen, hier, Frau. Das ist jetzt auch schon öfter passiert. Von den Kobern am Straßenrand angequatscht werden und schlechte Pasta essen oder eine schlechte Pizza. Haben wir jetzt auch keinen Bock drauf. Wir sind ja sehr zentral und von daher keinen Bock gehabt, da irgendwie ja, irgend so einen Dreck. Ich will lieber vernünftig Italienisch essen. Deswegen haben wir uns für ein bisschen Streetfood entschieden, Herr Frau. Wir sind beim Dönermann gelandet. Ja, wir sind auch super spät. Es hat schon vieles zu, weil wir lange auf der Autobahn waren heute und jetzt Hotel und gechillt und dies und das. Jo, dann heute Abend nochmal schnell ein bisschen Streetfood und dann morgen machen wir ordentlich. Ich zeig's euch gleich. Hey, die Jungs sind flott hier. Guck mal da hin. Zeig euch Bock.
Es geht ganz gut los. Eine Kleinigkeit, ja? Ja. Okay, let's go. Wir haben die Soßen auf jeden Fall extra auf dem Tisch, das ist schon mal geil. Sieht schon ganz gut aus. Super. Ist gut. Alles richtig gemacht. Das ist ehrlich. Da machst du nichts falsch und tappst nicht in die Touristenfalle. Jo, wir hauen uns das rein, es kommt gleich noch was. Ich finde ja, es müsste Pflicht werden. Es gibt Hotsoße auf dem Tisch und es gibt Knoblauchsoße auf dem Tisch. Und dann kann man sich sowas damit machen. Das ist wunderbar. Ich finde, das sollte immer so sein. Chefin schwächelt gerade ein bisschen. Hat sich aber zum Dessert noch einen Grillteller bestellt. Also wollen wir mal schauen, ob sie es noch wegkriegt. Ja. Grillteller ist angekommen. Ja, sieht super aus. Ja. Schön gegrillt. Was passiert? Gut, ja. Geht los. Saftig. Joghurtsoße. Süßchen. Das sieht schon mal gut aus. Heiß. Das soll es sein. Ja, ganz solider Grillteller. Ich bin aber auch schon gleich ins Bettchen. Morgen gucken wir uns mal hier Dom an und so. Vielleicht ein bisschen Shopping. Ich klinke mich aus für heute Abend. Danke fürs Zugucken. Bis morgen. Geil, wenn ich aufs Mikro drücke, geht's an. Geht's die Kamera an. Tim, gute Info für dich. Hi, gute Morsche. Ich habe jetzt mal das Ansteckmikro dran. Ich hoffe, es ist der Ton ist geil. Leute, Domplatz, Mailand. Chefin ist auch dabei. Ja, guck mal. Sieht doch geil aus. Ich war ja schon mal hier. Da war aber ja, Fußball angesagt. Weniger Trip mit der Frau. Ja, Schätzchen. Ah, ja. Mal. Genau. Es gab auch noch kein Frühstück. Das ist weil uns, bitter. Ja, aber ehrlich gesagt, das von gestern Abend war auf jeden Fall reichlich. Wir wollen uns noch ein bisschen umgucken. Boah, fuck, Tauballe. Ich hoffe, wir haben das drauf. Ey. Ich wäre fast draufgegangen gerade. Halle, Freunde, ey, Taube. Ja, der Plan für heute ist, ein leichtes Mittagessen zu finden. Panini oder ähnliches. Und dann bei Gucci nicht insolvent zu gehen, oder? Ha, Frau? Okay, sie hat halt Tauben auf dem Kopf. Was ist denn hier los, Alter? Ich muss euch mal umdrehen. Was? Sag mal Taube. Also die Tauben sind auf jeden Fall richtig gut drauf. Grüße gehen raus an meinen Freund Christoph Wagemann. Christoph, wenn du das siehst, wird auf jeden Fall fürchterlich Angst vor Tauben. Das wäre was für dich hier. Ja, aber guck mal, geil. Dom sieht gut aus. Und hier drüben ist ja diese bekannte Galerie quasi. Name ist mir gerade nicht geläufig, aber wir werden auf jeden Fall mal reingehen. Und hier gibt es ja auch so ein paar Shops, die ich ganz interessant finde. Die werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Und da oben auf dem Dach steht riesig groß Gucci drauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Okay, dann gehen wir mal eine Runde. Nein, danke. Auf keinen Fall. Das hätte ich sagen müssen. Dahin. Er ist schon ziemlich beeindruckend. Boden. Sehr geil. Und ist komplett überdacht. Auch ganz geil. Hier, berühmte Motta. Auf jeden Fall ganz sexy. Und es sollen natürlich auch so ein paar bekannte Designer-Brands und so hier sein. Und ich hoffe mal, dass ich da nichts finde. Ja, Dior, Prada, Louis Vuitton. Oh, Prada hat einen zweiten Shop hier, Frau. Was machst du da eigentlich? Die Schönheit. Ja. Louis Vuitton Türsteher. Verrückt.
Und ein Maggis natürlich in bester Lage. Das werden wir uns heute mal sparen. So, wir haben was. Es gibt was auf die Hand. Ganz lustiger Laden. Ich zeig's mal kurz von innen. Die haben hier auf jeden Fall alle möglichen Paninis und so weiter vorbereitet. Und du gehst hier in die Line und holst dir, was du willst, und sie machen es dir wieder warm. Und Chefin hat sich entschieden für Focaccia mit Kartoffeln und Salsiccia drauf. Dann eine Calzone gefüllt mit Tomate und Mozzarella, gell? Ja, und Schinken, glaube ich. Und Schinken. Und ich habe mir hier so ein Panini-Gerät geholt. Bin ganz gespannt, was es kann. Wir haben es da so ein bisschen warm gemacht noch, gell? Ah, ist ganz geil. Ist auf jeden Fall gekochter Schinken. Ja, so richtig warm ist es nicht, aber... Provolone-Käse drauf. Geräucherter Mozzarella. Geil. Okay, das ist alles von guter Qualität. Das ist ein geiler Schinken drauf und so. Ne? Wow, ich bin gespannt. Ciao. Willst du mal beißen? Zum Beispiel, guck mal, film mich mal weiter. Es gibt einen Unfall. Nee. Stattliches Ding, gell? Aber du steigst mit ein. Sieht ja geil aus. Kartoffelwürfel drauf. Salsiccia. Ist ein bisschen warm. Mhm. Ein bisschen. Aber heiß wäre besser, ne? Mhm. Auf jeden Fall reißlich. Rosmarin oben drauf. Ja. Sieht gut aus. Und hier auch. Also es ist nicht irgendwie knapp belegt oder so. Das ist schon gut gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen Pappe mitgegessen. Man kennt's. Ja, echt ein solider Anfang. Was du halt siehst, selbst hier so ein Touri-Hotspot und so, Qualität von den Produkten passt einfach. Das mit handwerklichem Geschick hergestellt. Schön, bin mal gespannt, was heute noch so auf uns zukommt. Wer ist denn jetzt mal, gell? Jetzt sind wir hier gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie der Laden heißt, ehrlich gesagt, aber wir sind hier in der Lebensmittelabteilung gelandet und das wollte ich euch eigentlich nicht vorenthalten und führe euch mal ein bisschen rum. Schon geil, so ein Special Edition, Veuve Clicquot, La Grande Dame. Ich weiß nicht, wer es schon mal getrunken hat von euch. Ich finde ihn hervorragend. Eine schöne Auswahl, Essigöl. Ziemlich geile Essige. Verschiedene Qualitätsstufen, schon geil. Käse darf natürlich nicht fehlen. Oh, Sushi vom Band. Oh. Gute Forst und Fidschi. Darf nicht fehlen. Man kennt's. Mein persönliches Highlight habe ich jetzt gerade schon gesehen. Weiße Trüffel. Ah, sieht gut aus. Also man kriegt alles, was man braucht. Hier drüben kriegst du noch ein paar Steaks. Und wir wollen eigentlich mal raus auf die Aussichtsplattform bzw. Dachterrasse und hoffen, dass wir irgendwo noch ein Käffchen kriegen. Hier, das sieht gut aus, Frau. Aber wir checken erstmal, ob wir rauskommen. Viele italienische Süßigkeiten. Cannoli sehe ich, Cupcakes sehe ich. Schokolade und so weiter und so fort. Fondant, Marzipan. Sehr, sehr geil. Und eine Moët Champagner Bar. Sieht auch stark aus. So, dann gucken wir, ob wir mal da rauskommen. Auf jeden Fall ein Plätzchen auf der Terrasse gefunden. Im Dom gibt es auch eine Aussichtsplattform. Werden wir auf jeden Fall gleich mal rübergehen. Es ist ein bisschen beheizt. Chefin hat schon Platz genommen. Und jetzt wird es erstmal ein Käffchen geben. Dann chillen wir ein bisschen in unseren. Wir sind jetzt natürlich auch in den Dom reingegangen, im Dom. Filmen verboten. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall kurz mal zeigen.
schweißtreibender Aufstieg auf den Mailänder Dom. Ach Quatsch, ich habe mir für 20 Euro natürlich ein Liftticket gekauft und bin jetzt hier oben. Und da geht es zu einer Aussichtsplattform, die wollen wir uns jetzt mal angucken. Chefin, konntest du nicht abwarten, ist natürlich schon nach vorne. Ausblick ist ganz geil. Also, ja, ist so beeindruckend, gell? Und ich glaube, wenn du in Mailand gewesen bist, musste ich hier auch mal hin. Oh, Chefin, da bist du ja. Wie ist die Lage an der Front? Auf wen? Ich. Eigentlich wie immer, oder? Ja. Ja, so sieht es hier oben aus. Ja. Ist auf jeden Fall, haben wir wettermäßig auf jeden Fall Glück gehabt. Da hinten Skyline von Milano. Da drüben waren wir eben Kaffee trinken übrigens. Da hinten, wo es da auf der Terrasse waren wir vorhin. Ja. Und eieiei, schon wieder Treppen. Ist doch alles kein Spaß mehr hier. Nach der Skyline. Hinten sieht man die Alpen. Sehr geil. Das ist schon gut. Aber jetzt kommt noch mal ein krasser Blick. Das ist richtig hoch hier. Das ist ja wieder was für mich. Geht's noch weiter, sagst du? Okay. Es geht weiter. Leute, auf jeden Fall mehr Treppen, als ich gedacht habe. Caro, bist du wieder da? Aber jetzt haben wir hier Platz genommen. Und es sieht tatsächlich ganz geil aus. Kann man mal auf sich wirken lassen. Ist alles schief. Wir sind quasi auf dem Dach. Und man kann hier drüben runter gucken. Und Fernrohr benutzen. Oder man hat einen Samsung mit 100-fach Zoom. Da geht's auch. So. Eine Herne. Abstieg ist geschafft. Ich zeige euch noch mal ganz kurz. Jetzt sitzen wir auf der anderen Straßenseite. Und die Chefin hatte eigentlich voll Bock auf Eis. Ne, Chefin? Ja. Eis? Hat nicht geklappt, sagst du? Jetzt sind wir hier in dem Gelateria gelandet. Und ich habe aber auch gar keinen Bock auf Eis gehabt. Und die Chefin dann augenblicklich auch nicht mehr. Und hat sich jetzt was, Nutella-Crepe hast du bestellt? Ja. Ja, und da ich ja keinen Bock habe auf so sinnlose Kalorien, habe ich mir ein bisschen geilen Schinken ausgesucht. Und mal gucken, ob er noch Melone hat. Aber es ist November, er sagt, könnte scheiße sein. Da ich dann machen Mozzarella drauf. Gerade so ein bisschen was snacken. Ich zeige es euch, wenn es da ist. Essen ist da. Es gibt Schinken mit Melone. Es gibt ein bisschen Brot. Es gibt zwei wunderschöne süße Crepes. Chefin, viel Spaß dabei. Ich ziehe mir ein bisschen Schenke rein. Herrlich. Ich habe nichts erwartet, ne? Aber es ist auf jeden Fall überkrass. Super saftige Melone. Geiler Schinken. Also. Ey, ist wirklich, wirklich intensiv im Geschmack. Und das im November. Geil. Ich bin glücklich. Leute sind nett. Ich habe ja erst so befürchtet, weißt du, wenn du hier am Straßenrand direkt mit Blick auf den Dom, dass du halt irgendeine Scheiße kriegst und ja, keine Ahnung, diese Abzocker-Scheiße, habe ich auch keinen Bock drauf, weißt du? Aber der Teller hier kostet halt 20 Euro. Aber gut, da ist ordentlich Schinken drauf, die Melone, da ist eine halbe Melone drauf. Ist vollkommen okay mit dem Blick direkt vorm Dom. Ja, ist schon top. Also, positiv überrascht. Da ist er wieder. Guck mal hier, was für einen rosigen Gesichtston ich habe. Wir haben uns ein nettes kleines Restaurant rausgesucht, direkt neben dem Hotel. Al Mercante Milano. Ich sag mal so, könnte was werden. Chefin, was sagst du? Ja, schau mal. Ja, wir haben auf jeden Fall mal drei Gänge bestellt und so. Die haben super geile Bewertung. Und ja, heute Abend mal ein bisschen was Nettes. Guck mal, Tisch sieht auch gut aus. Chefin wie immer natürlich am Handy, am Arbeiten nebenbei. Ja, ist ganz nett hier draußen. Die haben hier so Außenbereiche. Kannst natürlich auch drin hocken, aber
ja, jetzt schauen wir mal, wie es so wird. Ich schalte euch auf dem Laufenden. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich eine Gabel im Mund. Ja, die Gabel noch nicht im Mund, aber ich wollte nur zeigen, was es gibt. So, ich habe Anchovies, Brot, Butter, sehr geil zum Warmwerden. Und die Chefin hat ein bisschen Salätchen und Vino gibt es auch. Ich bin mal ganz gespannt. Gucken wir hier. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich probiere pur. Aber die sieht schon herrlich aus. Ja, wenn die Biester eine gute Qualität haben. Ich würde sogar fast behaupten, die machen die selbst. Frau, wie sieht es bei dir aus? Cool? Ja. Okay, dann essen wir ein bisschen. Ja, guck mal, die Idee ist, sich hier Fettbämmel zu schmieren. Einfach ein bisschen Brot, geile Butter. Und dann kommt der Kollege hier drauf. Und es ist einfach, das kannst du nicht vergleichen, ne? Es ist einfach super geile Qualität. Sieht bombisch aus. Und dann? Schmeckt gut. Richtig geil zum Warmwerden. Tipptopp. Ne? Weiter. Ich habe mir eine schöne Spaghetti Carbonara gegönnt. So sieht's aus. Und die Chefin hat ein schickes Risotto mit Meeresfrüchten drauf. Sieht super aus, wenn ihr mich fragt. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Nudeln, Spaghetti Carbonara krieg ich natürlich auch gut hin. Aber ich probiere. Ich probiere. Das ist auf jeden Fall mit Geizig und Käse. Ja. Mhm. Mhm. Perfekt. Perfekte Koch. Tolles Zwischengericht. Ich mag das. Dass man auch einfach mal als zweite Vorspeise Teller Nudeln essen kann. Tipptopp. Perfekt gekocht. Ich bin da verwöhnt. Grüße gehen raus, Sebastian Franke, mein großer Risotto-Gott. Aber das hier ist ziemlich gut. So, der Hauptgang ist auch da. Chefin ist auf Ossobuco unterwegs mit einem Risotto, Safran-Risotto Milanese. Und ich habe mir Tintenfisch gegönnt. Das sieht auch ganz hervorragend aus. Ich werde es sofort testen. So, liebe Leute. Oh, sehr schön. Der fühlt sich schon weich an. Das ist nämlich immer das große Problem bei den Sachen. Oh, oder weich. Top-Qualität. Mm. Obendrauf. So. Crispy Tentakel. Mhm. Top. Oh, ich probiere den Risotto auch. Ist gut, ja? Mhm. Safran-Risotto. Willst du noch ein Stückchen Ossobuco oben drauf machen? Mhm. Das geht schön. Ja, das wird was. Ja, schön mit Ossobuco dazu. Gut ab. Alles richtig gemacht heute Abend. Es ist ein bisschen pricey, aber sie machen es hübsch. Ja, so ein Hauptgang 30 Euro. Aber gut, ich sag mal so, wir haben ja gestern Pizza und keine Ahnung was gegessen, da geht's ja heute. Jo, aber ich glaube, das war's für heute Abend. Ich weiß noch gar nicht, wie lang das Video ist. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil vom Mailand-Ausflug. Wir sind auf jeden Fall noch einen Augenblick hier. Wenn ihr jetzt seht, dass das Video noch weitergeht, dann geht es noch weiter. Also ich weiß es noch nicht genau. Aber wir essen jetzt in Ruhe fertig und dann gehen wir pennen. Und morgen machen wir auf jeden Fall Stadttour. Fahren noch so ein bisschen rum, versuchen wir auf jeden Fall. Und einen Supermarkt brauche ich auch auf jeden Fall noch. Ja. Wenn es euch gefallen hat, zuzugucken, könnt ihr jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich halt super drüber freuen. Ja? Also, vielen Dank, schönen Abend noch und bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter. Mailand-Tour. Tag. Welcher Tag ist es überhaupt, Frau? Drei. Zwei, drei, keine Ahnung. Wir sind schon die ganze Zeit unterwegs. Es gibt hier einen Hotspot.
Das heißt, Luini machen Panzerottis und hier stehen mittags, keine Ahnung, 50, 60 Leute vor der Tür, locker leicht. Und die machen diese Dinger hier, die wir uns hier besorgt haben. Und das ist, also es erinnert so ein bisschen an Langosch, es ist aber keins, es ist auch nicht frittiert, es ist gebacken. Und es ist gefüllt mit Schinken und Mozzarella, dieser hier. Wir probieren das jetzt mal. Alle sagen, ihr müsst das essen, also machen wir das. Es schmeckt wie ein Kreppel. Es ist gebacken, glaube ich, irgendwie ein bisschen. Ah, ja, es ist nur an der Seite frittiert. Also es ist durch die Form, guckt es ein bisschen raus. Schmeckt wie ein Berliner aus, so. Ja, stimmt, ja. Ja. Den gibt es auch in süß. Schinkenkäse drin. Ja, ja. Schön teigig. Ja, totaler Quatsch. Oh. Ja, hat es gekostet 3 Euro oder so. Kann schon verstehen, dass sich das Leute reinhauen. Ja. Wir werden es mal weg. Ich habe noch was in der Tüte. Gucken wir uns sofort an. Guck mal, ich habe mir noch so ein Gerät hier gekauft. Eine Focaccia mit Zwiebeln und Oliven. Die hat mich irgendwie angelacht. Probieren. Okay. Ja. 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 Das ist geil. Aber ich sag dir, wie es ist. Wenn es warm wäre, dann. Also. Ist kalt, aber geil. Ich mag Zwiebeln. Ich mag Oliven. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Arancini oder so. Aber. Guckt euch an. Wir beißen rein. Oh. Was ist es? Es ist, ich kenn's. Es ist Polenta, glaube ich. Langweilig. Ich esse meine Focaccia. Und jetzt gleich machen wir hier Hop on, Hop off. Ich habe noch was Geiles gefunden. Da komme ich ja nicht dran vorbei. Können wir hier um. Hinter mir, da komme ich nicht dran rum. Pokeballs, man kennt's ja. Poke aus. Kriegst alles hier: Lachs, Thunfisch, Garnelen. Ich habe mich für eine vorgefertigte Lachsbowl entschieden. Und du kriegst auf jeden Fall ein paar geile Soßen dazu. Okay, ich zeig's euch. So sieht's aus. Ich finde echt ganz lecker. Sieht fresh aus. Wir hocken uns hin, gucken mal, was passiert. Und vor allem, ob es schmeckt. Poke Bowl, ich probiere den ersten. Schmeckt sehr gut. Erster Eindruck, ist leider alles viel zu kalt. Kalte Sushi-Reis halt immer, ja, keine Ahnung, Soße gut, Lachs gut. Ich verstehe auch, dass das immer kalt sein muss, aber es ist halt immer schade einfach, ne? Ja, Pokehaus, könnt ihr hingehen für einen schnellen Snack, schon voll okay. Du musst nur aufpassen, dass du nicht alles weglässt, gell? Ah ja, gut, dann sehen wir uns gleich wieder im Bus. Es sei denn, ich finde zwischendrin noch irgendwo einen anderen geilen Foodspot, ja? Bis gleich. Was sagen wollte, Preis ist ja noch interessant. Frau, was hat die Bonke an sich gekostet, die Bonke? 16,95, aber mit der Cola. 16,95, dafür habe ich noch Garnelen drauf schaffen lassen. Und es ist noch eine Cola Zero dabei. Vollkommen absolut realistischer Preis. Qualität gut. Geht dahin, Puck raus. Wie ich in diesem Bus gelandet bin. Ich habe jetzt 2 Stunden 15 Fahrt hinter mir. Frau, wie war's? Durch die Meile in der Rush Hour. Aber gut, es gab nichts zu sehen für euch, glaub mir. Wir sind noch wieder zurück am Dom, mal wieder. Und Frau, was machen wir jetzt? Ich würde gerne Saft. Trinken. Was zu trinken kaufen, ja. Und dann den Abend planen. Da ist ja der Bus. Milan Open Tour war gelogen, das Dach war zu, leider Gottes. Ich konnte nicht aufrecht stehen in dem Apparat.
Aber gut, hey, 15 Euro, das geht tatsächlich. Ja, wieder Domplatz. Wir haben in einem Café Platz genommen, direkt gegenüber, Herr Schäffel. Und ja, jetzt erstmal ein Käffchen, ein bisschen was zu trinken. Einen kleinen Happen werden wir auch essen. Das wäre ja eine Schande, wenn nicht. Und ja, dann geht es Richtung Abendplanung. Aber jetzt gibt es noch einen kleinen Snack erstmal. Jo. Ansonsten lassen wir es uns gut gehen. Es ist halt Urlaubszeit. Ich habe mir eine Blase gelaufen. Ne, ich glaube sogar zwei Blasen gelaufen. Manchmal ist der Urlaub gar nicht so urlaubig, wie man denkt, gell, wenn man so viel rumrennt. Aber ja, man will ja ein bisschen was gesehen haben oder so. Ne? Alles in allem kann ich jetzt schon ein Fazit ziehen. Komm nach Mailand, ist ganz cool hier. Man trifft Icke Hüftgold. Jimmy, mach uns doch gerade mal, warte mal, hier oben, glaube ich, gell? Ja, da oder da, ich weiß gar nicht. Ist spiegelverkehrt. Mach mal einen Link rein zu dem YouTube-Shorts. Ich habe gestern vor dem Mailänder Dom Icke Hüftgold getroffen. Toll. Ich wusste gar nicht, wer es ist. Ich musste es mir erst erklären lassen. Grüße gehen raus an Dani. Nachdem ich jetzt eine große Flasche Wasser bestellt hatte und er mir das hier gegeben hat und ich davon jetzt 3,5 Stück wegpoliert habe auf einmal, habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht eine große Cola Zero hat. Ja, hatte. Im Vergleich zu meiner Hand. Das ist auf jeden Fall ein Liter großer Pokal. Was lachst du da so? Ne? Ja, dazu gibt es hier ein paar Olivchen. Geile, dicke Dinger, Alter. Ja? Hey, ich sag's euch, ist wie alles. Auch die Oliven, Bombenqualität. Geil. Ja, und Chips gibt's auch. Grüße gehen raus an meine Chips-Esser-Community. Tim und Admin. Nochmal? Sehr schön. Mal gucken, was noch so kommt. Ich habe mir einen kleinen Ausschnittteller bestellt. Und der sieht dann so aus. Ja, man muss sagen, die lassen sich nicht lumpen. Sieht auf jeden Fall überkrass aus. Ja. Da ist alles drauf, was muss. Salami, Schinken, Pancetta. Aber guck mal hier. Gekochter Schinken. Ein riesen Mozzarella in der Mitte. Ja, das können wir uns jetzt mal reinpolieren. Nach dem ganzen italienischen Kram jetzt. Ihr wisst, ich halte einmal nicht lang durch. Ich bin ein großer Asia-Fan. Und wir haben einen ziemlich geilen Laden gefunden. Weil wenn du irgendwo reinkommst, und du siehst auf dem Tisch schon das hier stehen, das ist schwarzer Reisessig, dann weißt du, es gibt auch halbwegs vernünftige Dumplings. Und ich sag's euch, wie es ist, die Speisekarte, absolut ähnlich zu dem, was man so in London oder so jetzt in Chinatown bekommen würde. Ich bin mal ganz gespannt, was so geht. Heute Abend mal der Asiamann. Der riesengroße Vorteil hier ist, der Inhaber spricht Englisch. Und das ist in Mailand tatsächlich, sagen wir mal so, rund um den Dom haben sie so vereinzelt. Also ich bin ganz gut durchgekommen mit den Brocken Italienisch, die ich kann. Und also die sprechen so schlecht Englisch wie ich Italienisch und ich spreche überhaupt kein Italienisch. Also ich kann was zu essen bestellen, das war es auch schon. Grüße gehen raus. Carlo, vielen Dank. Michele, danke, falls du es gesehen hast. Wir haben lange mit Italienern zusammengearbeitet, deswegen ist ein bisschen was hängen geblieben. Freust du dich, Frau? Ja? Abreise. Esse. Und morgen ist auch schon Abreise, ne? Aber wir haben noch auf jeden Fall ein bisschen was vor. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was vor morgen. Ich habe noch ein paar Mitbringsel, die ich gesehen habe, die ich gern kaufen würde. Und wir wollen noch mal in den Supermarkt, ne? Ja. Ja, wir gehen auf jeden Fall noch mal in den Supermarkt morgen. Coop ist hier hinten. Da werde ich mir irgendwo eine Kühlbox kaufen und ein paar geile Sachen mitnehmen, glaube ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Chinese Food und dann, da hören wir uns eh gleich nochmal, ja? Weiter geht's. Hot and Sour Soup, Peking Suppe. Tim, mach mal Rezept für meine rein. Wir haben die auch schon mal gekocht. Ziemlich gut. So sieht sie aus. Absolut. Sexy and similar. Ich wusste es ganz genau. Ich zeige euch jetzt ein Gericht, an dem du sofort merkst, dass du im richtigen Laden bist. Hey, die sind es natürlich nicht. Aber
das hier ist es. Chinesischer Gurkensalat. Ganz ehrlich, alleine an der Optik siehst du schon, der ist mit Kopf gemacht. Das ist absolut authentisch. Hier steht ein Chinese in der Küche mit den ganzen getrockneten Chilis oben drauf, wahrscheinlich sogar Szechuan. Ich erkenne es sofort und jetzt weiß ich, es wird ein geiler Abend. Beef Dumplings, Shrimp Dumplings, noch mehr Dumplings, Steamed Pork Baos, das ist dein Favorite, gell, Chefin? Ja. Und Chefins Rindfleisch ist auch da, mit Zwiebeln. Ich habe schon den halben Gurkensalat gelöffelt. Und die Suppe ist ja ist so eine 6 von 10, meine ist besser. Aber die sehen auf jeden Fall total gut aus und handgemacht. Und das ist genau das, was ich erwartet habe. Und bin sehr glücklich darüber. Der Rest ist da. Ente. Aubergine. Also, es kann nur gut werden. Wir hauen jetzt rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Abreisetag in Mailand. Ich wollte vorher noch mal fix in den Supermarkt. Und wir sind hier in so einer Mall gelandet. Und nicht nur das. Ich habe direkt was gesichtet. Wie ihr wisst, komme ich an diesen Geräten nicht vorbei. Chefin ist begeistert. Ich bekomme 3 Euro. Das war's. Du musst mich filmen. Ja, gerne. Meinst du, das kriegen wir hin? Ich bin ja Profi in diesen Geräten. Das war knapp. Das könnte was werden. Der ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht so weit. Ich werde mir vielleicht nachher noch mal ein Glück versuchen. Ansonsten gehen wir mal so ein bisschen einkaufen und ich will eigentlich hier noch mal in so einen Koop rein. Ein paar coole Sachen mitbringen, mich ein bisschen umgucken. Jo, seid am Start, bleibt dabei. Hey, gib sofort einen Euro hier. Los, Euro. Diese Junkies. Warte. Habt ihr das gesehen? Ja. Ist egal, was man rausholt. Hauptsache man holt's raus. Du hättest die noch tragen mich. Müssen. Die natzen mich. Die Fischtheke ist amtlich. Du hast hier allerhand Fisch schon verpackt. Das sieht auch wirklich alles gut aus. Preise sind normal, so wie ich das sehe. Wir haben jetzt immer was eingekauft. Bis die Salami, bis die Heder dort. Ist jetzt alles in dieser Tasche, die die Chefin hinter mir herträgt. Ja, und nichts wildes Salami, habt ihr schon mal gesehen. Ich denke mal, wir hören uns jetzt morgens ein Frühstück rein, oder? Ja. Wer das sehen will, der sollte mir auf jeden Fall mal bei Instagram folgen. Tim macht jetzt hier gerade mein Instagram rein. Und ansonsten kann es sein, dass wir hier Schicht machen für heute, Frau. Ja. Obwohl, ich gleich mal Mittagessen. Oh ja, doch. Wir machen hier noch gleich. Kleines Mittagessen, hast du gesagt? Das können wir mal rausgedrückt. Wie ihr sagt, gut. Ja, wir wollen noch schnell einen Teller Nudeln essen, bevor wir auf die Autobahn fahren. Ja? Also gut, dann sehen wir uns gleich zum Mittagessen und dann machen wir Schicht im Schacht. Super dicker, fluffiger Teig. Ist jetzt, sag ich mal, nicht Standard, aber sieht schon mal ganz gut aus. Was sagst du nach dem ersten Bissen? Ist gut. Ist gut. Aber die werden es davor gegessen und so waren besser. Ich habe ein Salätchen geholt mit ein bisschen Mozzarella oben drauf. Dann eine frisch gekochte Carbonara. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Das ist übrigens deine. Ja. Wollen wir gerade tauschen? So. Und hier gibt es nochmal Tagliatelle al Ragù. Auch die sehen jetzt, keine Ahnung. Jo, wir sind im Einkaufszentrum, gell? Ich bin mal gespannt, wie es ist. Heiß ist es auf jeden Fall, ist frisch gekocht. Mhm. Habe ich gesehen. Romy macht es hinten in der Pfanne live. Ist voll okay. Super kleine Portion. Bei dir auch okay? Mhm. Ihr habt jetzt gesehen, was hier noch zu Mittag gab. Das war der Ausflug nach Mailand. Jetzt geht es erstmal für 7 Stunden auf die Autobahn.
Vielleicht irgendwie, weiß nicht, ob ich mich zwischendrin nochmal melde, ich glaube nicht. Wenn das Video jetzt zu Ende sein sollte, das seht ihr ja, dann habe ich mich nicht mehr gemeldet, kann aber sein, dass ich mich nochmal melde. Ich sage auf jeden Fall tschüss, danke fürs Zugucken, ich habe keine Ahnung, wie lange das geworden ist, ob es 1, 2, 3 Teile sind. Ich weiß nicht, der Timmy kriegt von mir jetzt eine Speicherkarte und dann kann er gucken, wie er klarkommt. Ich hoffe, es hat mit dem Ton geklappt und so. Ich habe jetzt, wie gesagt, alles selber gefilmt mit diesem DJI Osmo Pocket 2 Gimbal. Ja, wir werden es erleben, Kinders. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und Chefin, berühmte letzte Worte. Keine. Wir sind nicht die Letzten.